Hi, liebe Tennisfreunde, hier ist wieder Coach Dimi von Tennis Warrior. Heute mit dem Thema der Türstopper beim Aufschlag. Der Aufschlag ist der einzige Schlag im Tennis, der unabhängig vom Gegner ausgeführt wird. Deshalb bringt der Aufschlag ein unglaubliches Potenzial mit sich. Um dieses Potenzial zu entfalten, ist diese Übung Türstopper unvermeidbar. Es wird euch helfen, viel besser aufzuschlagen, viel präziser aufzuschlagen und mehr Power auf den Ball zu übertragen. Umso wichtiger ist es jetzt, die Prinzipien dieses Schlages zu verstehen, um das meiste herauszuholen. Die Beinmuskulatur ist die größte Muskulatur am menschlichen Körper und beim Aufschlag wird durch die Beinmuskulatur die meiste Schubkraft vertikal durch die Beine erzeugt. Hier verhält es sich ähnlich wie bei den Grundschlägen. Beim Aufschlag wird auch über die kinematische Kette bei der Ausholbewegung die Energie geladen und dann bei der Auflösung der kinematischen Kette vom Boden nach oben hin die Energie über den Schläger auf den Ball gebracht. Neben der Beinmuskulatur ist auch ganz wichtig der Oberkörper und die Schulterachse. Genauso wie bei den Grundschlägen wird über die Oberkörperrotation und die Verzögerung auf den Schläger bis zum Treffpunkt unglaublich viel Power und Beschleunigung generiert. Jetzt ist es so, dass wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass die Schlägerfläche und auch die Schulterachse in Bezug zueinander stehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Rückhand-Return spiele und den blocke, dann ist der Unterschied zwischen einem Rückhand-Return, der down the line geht, und einem Rückhand-Return, der cross-court geht, im Treffpunkt nicht mehr als 2 bis 3 Grad im Winkel. Alles, was über diese 2 bis 3 Grad Änderung hinausgeht, birgt eine Riesenstreuung in sich. Wichtig zu verstehen ist weiterhin, dass die Rotation der Schulterachse, also sowohl im Grundschlag als auch beim Aufschlag, bewirkt, dass der Treffpunkt nicht optimal ist und somit Beschleunigung, Präzision und auch Drillverhalten nicht optimal sind. Was hat es jetzt mit dem sogenannten Türstopper auf sich? Ihr müsst euch vorstellen, dass ihr beim Aufschlag, wenn ihr zum Treffpunkt schwingt und der Schläger zum Treffpunkt geht, dass eure Schulterachse wie eine Tür ist und sich aufdreht. Stellt euch jetzt vor, dass wenn der Brustkorb Richtung Ball zeigt, ein Türstopper vor euch platziert ist und sozusagen euer Oberkörper, der die Tür darstellt, nicht mehr weiter kann. Also hier sozusagen geblockt wird. Dadurch wird die Oberkörperrotation für einen ganz kleinen Moment blockiert. Dasselbe wird auch über den Kopf gemacht, wenn ihr beim Treffpunkt den Kopf Richtung Treffpunkt lasst. Automatisch dreht ihr nicht zu früh auf mit dem Oberkörper. Das bewirkt, dass die gesamte Energie und auch die Ausrichtung der Schlägerfläche möglichst lange in Zielrichtung geht und somit Power, Präzision und auch Drillverhalten optimal auf den Ball übertragen werden kann. Für mich gilt dort beim Aufschlag, alles was Richtung Treffpunkt ist, Brustkorb Richtung Treffpunkt, ist optimal und die Abweichung ist maximal bis parallel zum Netz. Also parallel zum Netz die Schulterachse und der Brustkorb ist das, was noch geht, ohne dass der Schläger schon zu früh nach innen geht beim Schwung. Oft sehen wir bei jugendlichen Spielern sehr oft auch, dass die Schulterachse im Treffpunkt schon zu weit gedreht ist und dann auch der Schläger nicht optimal durch den Ball bzw. auf den Ball wirken kann. Es folgen hier nochmal einige Beispiele, die das nochmal genauer erklären. Hier seht ihr den Aufschlag von Zverev. Ich denke, das war ein zweiter Aufschlag gewesen. Seht euch an, wie ihr über den linken Fuß nochmal den Fuß flext, um nochmal ein bisschen mehr Energie zu laden. Jetzt kommt die Pinpoint-Position, wo Fuß an Fuß geht, hier aber noch nicht richtig Knie an Knie. Und ihr seht jetzt, wie im Treffpunkt die Schulterachse nicht überdreht, sondern erst nach dem Treffpunkt weiter aufdreht, sozusagen wie gegen einen Türstopper blockiert. Hier seht ihr den Aufschlag von Roger. Ganz klar hier zu sehen in Zeitlupe, schaut mal, wie seine Schulterachse Richtung Ball ist, der Kopf ruhig bleibt beim Treffpunkt. Und somit das Aufdrehen verhindert wird. Das ist jetzt auch hier ein zweiter Aufschlag, ein Kickaufschlag auf die Rückhand, wo der Ausschwung noch mehr nach rechts geht. Und bei Dominic Thiem sehen wir hier in Zeitlupe beim letzten Beispiel ein Beispiel dafür, dass auch die Profis früher aufdrehen, aber nur halt maximal bis zum Parallelsein der Schulterachse mit dem Netz.
Bei Team ist auch immer sehr schön zu sehen, dass er den Kopf halt nicht ruhig lässt, sondern immer schon mit dem Treffpunkt eigentlich nach vorne dreht und dann frontal zum Netz zeigt, wie es hier zu sehen ist. Probiert es mal aus, nächstes Mal, wenn ihr auf dem Platz seid. Momentan geht es natürlich nur draußen. Ich wünsche euch weiterhin viel Gesundheit und Kraft, um durch diesen Lockdown zu kommen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer Coach Dimi. Ciao.